Hi, ich bin's wieder, Janine. Schön, dass du wieder bei einem neuen Adventskalender-Video von mir dabei bist. Wir schauen heute in den Barbara Box Adventskalender gemeinsam rein. Und ja, ich glaube, wir erleben hier ein paar Überraschungen. Lass uns einfach loslegen. Nach dem Intro geht's los. Viel Spaß mit dem Video. Bevor es losgeht, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du meinen Kanal abonnieren würdest, um keines meiner Videos mehr zu verpassen. Ich habe mir diesen Adventskalender selbst gekauft. Er wurde mir nicht zur Verfügung gestellt oder in PR oder sonst irgendwie zukommen lassen. Des Weiteren habe ich auf meinem Kanal eine Adventskalender-Playlist und eine Übersicht über die Adventskalender. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du da mal vorbeischauen würdest. Der Adventskalender hat gekostet 89,99 € im Original. Es gab natürlich auch verschiedene Aktionen. Ich habe mir den Adventskalender nicht zum Vollpreis gekauft und gehe aber immer vom Originalpreis aus. Und wir bezahlen hier pro Türchen 3,74 €. Natürlich empfiehlt es sich bei solchen Adventskalendern immer auf eine Aktion zu warten. Der Adventskalender kommt im Pappschächtelchen, die man wiederverwenden kann. Ich persönlich verpacke meine Geschenke, insofern sie reinpassen, immer gerne in solchen Boxen. Man kann dann auch hier die Zahlen mit einem Sticker überkleben. Den Tipp gebe ich immer wieder. Alle Adventskalender-Türchen sind gleich groß, was ich ganz gut finde. Und ich kann, außer hier zufällig bei der Nummer 1, auch schön ohne Brille die Zahlen erkennen. Genau, 3,74 € pro Türchen und wir schauen mal rein. Der Barbara Box und der Pink Box Adventskalender, die unterscheiden sich so ein bisschen, weil die Barbara Box und auch der Kalender auch nicht nur Beauty ist, sondern auch ein bisschen Food. Ich habe auch schon gesehen, dass da so ein paar Food-Artikel drin sind und ja, wir legen los mit der Nummer 1. Übrigens bin ich heute passend zum roten Barbara-Thema wieder angezogen. Im Türchen Nummer 1 erwartet uns von der Marke Symbiosis London der Gentle Face Exfoliator in 50 ml. Auch dieses Produkt kenne ich schon durch eine Kooperation von Goodiebox, die mir mal ein paar Produkte zugeschickt haben. Ja, ich finde halt die Marke Symbiosis auch wie Avant, ähnlich wie beim Pinkbox Adventskalender, dass diese Marken die Werte der Boxen-Adventskalender unverhältnismäßig in die Höhe treiben. Ja, aber schreib mir auch gerne deine Meinung zu solchen Marken und deine Meinung zum Adventskalender sehr, sehr gerne in die Kommentare. Ich tausche mich gerne aus. Und schau gerne mal in meine Adventskalender-Playlist und vor allem in die Übersicht über die Adventskalender. Da zeige ich nochmal, was in den Adventskalender jeweils drin war und ob ich mir sie wieder kaufen möchte. Türchen Nummer 2. Ist das leer? Nee, ich wollte schon sagen. Hier haben wir ein Eyeshadow in der Farbe Sun von der Marke Coslin. Das ist so ein Eyeshadow-Stick. Das hier ist die Farbe. Soll so ein hellgelb sein, aber ich weiß nicht, ob du siehst. Der hat schon so ein bisschen Belag. Und das ist prinzipiell eigentlich nichts Schlimmes. Das ist kein Schimmel, aber das zeigt halt einfach, dass diese Produkte sehr, sehr lange lagern. Vielleicht werden sie auch als Restposten aufgekauft. Man weiß es nicht. Türchen Nummer 3. Ist das jetzt ein Witz? Wir haben hier von der Marke Karanga die Erdnusssoße pur. Ich liebe Erdnusssoße. Erdnusssoße ist so meine große Liebe. Okay, man kann es übertreiben, aber so kleine Sachets. Ich bin ja mittlerweile, was Adventskalender angeht, so eingestellt, dass wir nicht erwarten können, dass in jedem Türchen ein Full-Size-Produkt ist. Aber was ich gar nicht gut finde, sind so Zeitschriftengrößen. Und Zeitschriftengrößen sind für mich Größen, die man früher in der Zeitschrift gekriegt hat. Und solche Sachet-Dinger finde ich schon mal sehr grenzwertig. Und in dieser Größe. Also hätten die jetzt 4 reingemacht, hätte ich gesagt, naja, okay, aber so 2, das ist schon gewagt. Und vor allem diese 2 Sachets in so einem riesen Türchen, die Nummer 4, ist von Dermacell die Feuchtigkeitsgurkenmaske. Ja, ganz gut, ich meine, Gesichtsmaske kann man immer mit dazu machen. Ja, auch wenn ich hier auf meinem YouTube-Kanal predige, keine Gesichtsmasken in Einzelsachetform, aber so zwischendurch, wenn es irgendwo halt mal drin ist, okay. Türchen Nummer 5.
Nein, das haben sie jetzt nett gemacht. Leute, also ich habe ja den Pinkbox Adventskalender und den, jetzt halt den Barbara Box und es gibt ja durchaus auch Leute, die sich beide im Bündel kaufen, aber dann kann man doch nicht. Und dann noch so ein Produkt von Stader, die Eunova Multivitamin-Tabletten. Fand ich schon in der Pinkbox schwierig und jetzt finde ich es halt echt doof. Das sind auf den Biorhythmus abgestimmte Nahrungsergänzungsmittel mit Vitaminen und Mineralstoffen. Ich habe es im Pinkbox Adventskalender, wie ich schon gesagt, keine Nahrungsergänzungsmittel, weil wenn du zu viel von Nahrungsergänzungsmitteln einnimmst, je nach Vitamin, wird das nicht nur ausgeschieden, sondern lagert sich auch ab, beziehungsweise belastet die Niere. Und gerade jetzt hier vom Vitamin D hat man 300% von der Tageszufuhr, die benötigt wird im Durchschnitt. Und das ist halt, das ist nicht gut, Leute. Bitte kauft euch sowas, nicht nur, weil Influencer irgendwas empfehlen. Das ist auch mit Vitamin D, nee. Also wenn du einen Mangel hast oder vermutest, einen Mangel zu haben, geh zum Arzt. Der sagt dir, nimm das ein oder nimm es nicht ein. Aber blind einfach mal Vitamine einzunehmen, ich finde das nicht gut. Ich weiß auch nicht, was die ganzen Beautyboxen damit haben, dass sie da Vitamine reinmachen müssen in die Boxen oder Kalender. Ich finde das nicht gut. Lass mich diesbezüglich mal deine Meinung wissen, aber ich finde es nicht gut. So, Nummer 6, Nikolaus, ist von der Marke Louis Widmer Swiss Dermalogica, die Creme für die Augenpartie und Gel für die Augenpartie in 7,5 ml und 5 ml. Das ist hier so ein Doppelpack. Ich hole die Produkte mal raus. Das sind jetzt die Produkte. Naja, für Nikolaus hätte ich mir da jetzt eigentlich was anderes gedacht, aber für zum Testen ist das mal nicht schlecht. Nummer 7. Oh, ein Duft, da freue ich mich. Von Michalski Berlin, der Private Duft. Den packe ich mal aus und schnüffel mal. So sieht das Flakon aus. Oh, der riecht ziemlich ähnlich in die Richtung Hypnotic Poison, also auch so von den Duftnoten. Könnte das ähnlich sein. Wahrscheinlich, wenn ich die Duftnoten gleich einblende, ist es ein komplett anderer Duft. Aber der riecht so ein bisschen Hypnotic Poison mäßig, werde ich mal testen. Finde ich super. Das wäre jetzt für mich so ein Produkt für den Nikolaustag gewesen. Türchen Nummer 8. Wieder von I Want You Naked ein Produkt. Das ist auch eine Marke, weiß ich nicht, was ich von der halten soll. Die Vitamin C Peeling Maske. Über Masken freue ich mich immer sehr, auch wenn sie im Titel kommen. Aber von der Marke I Want You Naked bin ich auch so ein bisschen übersättigt, weil sie halt in jeder Beautybox drin ist. Übrigens habe ich mal ein Style & Talk gemacht, was ich so über Beautyboxen mittlerweile denke und warum ich keine Beautyboxen mehr zeige. Da kannst du auch sehr, sehr gerne mal in das Video reinschauen, wenn du neu bist und es noch nicht gemacht hast. Türchen Nummer 9 ist auch sowas, wo ich mir denke, von Dr. Bach, die ruhige Nächte plus Blütenmischung. Da soll man eine Tablette am Tag nehmen. Also ich wäre jetzt übersättigt mit Nahrungsergänzungsmittel. Das soll helfen, friedlich zu schlafen. Bei mir helfen solche Bachblüten überhaupt nicht. Ich glaube da nicht dran. Ist nicht mein Produkt. Und ich muss halt auch sagen, dass ich ein bisschen unverantwortlich finde, einfach da Nahrungsergänzungsmittel reinzumachen. Das ist alles, finde ich, nicht so gut. Die Nummer 10 ist von Alverde ein weiteres Produkt, der Elegant Lipstick in der Farbe 30 Apricot. Das ist hier dieses Produkt und ist jetzt für mich kein Aprikot, sondern eher ein Rosenholzton. Ja, das ist hier so eine Art Slim Lipstick. Ich verwende die ganz gerne und es wird auch einen zweiten Teil meiner Alverde Full Face Reihe geben, weil viele sich dann einen weiteren Teil gewünscht haben. Türchen Nummer 11 ist ein schweres Türchen. Oh, das ist aber cool. Eine Salsa-Soße, No Sugar Added und Medium Scharf. Ich bin ja nicht so der Scharfesser, aber ich mag Salsa, insofern sie nicht so scharf sind. Das ist cool. Obwohl das ja schon ein wilder Mix ist. Wir waren bei Beauty und jetzt sind wir auf einmal bei der Salsa. Okay, Türchen Nummer 12, die Halbzeit. Okay, von Lancôme das Jornifique Ultimate Serum Dual Repair Serum. Das, Leute, geht gar nicht.
Meiner Meinung nach. Ich meine, ich meckere ja gerne und ich kriege auch ab und zu mal gerne einen auf den Deckel, wenn ich meckere, weil das geht gar nicht. Meiner Meinung nach. Ich mag keine Zeitschriftengrößen in Adventskalender. Der Adventskalender hat 90 Euro gekostet, also im Original. Und für diesen Preis möchte ich nicht so ein kleines Tübchen mit, wie viel haben wir denn da drin? 5 Milliliter. Ja, von Louis Widmer hatten wir auch diese Augengelcreme, die hat glaube ich auch 5 Milliliter gehabt, aber das waren zwei Produkte und hier haben wir so ein kleines Ding. Natürlich bekommt der Hersteller Beauty Love, der Barbara Box produziert und den Adventskalender produziert hat, diese Produkte nicht umsonst. Das ist mir völlig klar. Aber ich finde, sowas als ein Türchen reinzulegen, eine Grenzüberschreitung. Um es mal freundlich auszudrücken, weil ich kaufe mir auch diese Sachen von meinem Geld. Und da muss ich halt sagen, nee. Also wir sind jetzt hier passenderweise bei der Nummer 12, bei der Halbzeit, weiß eigentlich noch gar nicht so, was ich davon halten soll. Also es ist ein wilder Mix. Was mir gar nicht gefallen hat, war die Erdnusssoße und diese Pröbchen Jaunifique Creme. Dass nicht überall eine Full Size drin sein kann, ist mir klar. Und ich weiß halt nicht, was ich jetzt so im Moment darüber denken soll. Die Salsa-Soße hat mir ganz gut gefallen, in der Hoffnung, dass sie mir auch schmeckt. Und ich finde halt schon, dass man gerade hier sieht, bei diesem Adventskalender, dass der schon abgebaut hat und dass dieses Preis-Leistungs-Verhältnis in den letzten Jahren doch gesunken ist, was Boxen und Adventskalender angeht. Aber ich hoffe, dass wir noch einen Knaller kriegen, dass ich doch sagen kann, im Endeffekt war es ein guter Kalender. Was mir aber gut gefallen hat bis jetzt, ist der Private Duft. Türchen Nummer 13 ist ein schweres Türchen von Baldini. Für mich Raumspray. Das ist auch Demeter zertifiziert und das soll riechen, wenn die Lindenblüte auf die Iriswurzel und Mandarine trifft. Das ist erstmal hier dieses Spray. Ich persönlich halte nicht so viel von Einschlafsprays, von Raumsprays, von Kissensprays oder wie sie sich betiteln. Da bin ich Fan von frischer Luft und denke, dass eine frische Luft im Schlafzimmer am besten zum Schlaf beiträgt. Aber wir riechen mal dran. Das riecht sehr weihnachtlich, sehr nach Orange, nach nach Mandarine, nicht Orange, sondern nach Mandarine und das riecht gut. Ich werde dieses Produkt auf jeden Fall behalten, auch wenn ich nicht so der Fan bin von Raumsprays und ich habe auch nur im Bad so ein Raumduft stehen mit diesen Stäbchen, bevorzuge aber den Raumduft frische Luft. Das hat sich gereimt, Raumduft frische Luft, aber ein schönes Türchen. Und es gibt ja viele Leute, die auf solche Raumduftzeugs-Dinger stehen. So, das war jetzt die 13, jetzt sind wir bei der 14. Also ich muss sagen, die Türchen sind sehr, sehr hochwertig, so von der Pappe. Da kann ich viele Geschenke verpacken. Die Nummer 14 ist von Santa Maria, die Mini-Taco-Tabs. Die sind ja cool. Die möchte ich jetzt aber gerade mal öffnen. Warte mal. Oh, nein, wie süß. Guck mal. Also es ist ja schon ein wilder Mix zwischen Beauty und Taco-Zubehör. Ich finde es aber gut, dass mitgedacht wurde, dass wir eine Taco-Soße haben. Die sind ja cool, solche Taco-Dinger. Ich glaube, ich würde gerne mal wieder Taco essen. Habe ich noch Hackfleisch? Vielleicht gibt es morgen Tacos. Das ist irgendwie cool. Völlig random, völlig unpassend, aber irgendwie cool. Ich weiß noch, dass es letztes Jahr diese Mischung gab für Bratlinge, diese vegane. Und das fand ich auch cool. Türchen Nummer 15 und los geht die Beauty-Box-Reise, wie ich im letzten Adventskalender beim Pinkbox Adventskalender gesagt habe. Ich glaube, jetzt kommen Produkte, die wir kennen. Und zwar habe ich hier von der Marke Bella Pierre der Color Mineral Loose Blush Desert Rose. Das ist auch hier so ein Produkt, das kennen wir durch diverse Boxen. Ich habe das auch schon dreimal zu Hause, also das wird verschenkt und kommt in Beautyboxen. Aber das ist so ein Produkt, das kennen wir und auch in dieser Farbe. Da hätte ich mir vielleicht eine andere Farbe gewünscht oder vielleicht ein anderes Produkt der Marke, was vielleicht gleichpreisig ist. Ne? Ja, für mich ist so ein bisschen das Gefühl, dass die Boxenhersteller, die Adventskalender verkaufen, dass das einfach nochmal so
ja, so ein Zusammenschluss ist von Produkten aus Beautyboxen aus dem Jahr. Was ich nicht ganz so cool finde, wenn du die Box abonniert hast, aber das ist nicht nur bezüglich der Beauty Love, Pink Box, Barbara Box, Adventskalender, sondern auch bei anderen fällt mir das ganz, ganz arg auf. Von Shabens. Shabens ist auch immer wieder mit dabei. Die Kollagen Boost Tuchmaske. Ich mag die Shabens Masken eigentlich ganz, ganz gerne und finde es schön, dass diese Maske dabei ist, wobei ich persönlich immer Masken bevorzuge in einem Multipack. 17. Von Liv, deine Gelassenheit, Mango Maracuja Geschmack, ein Wasserzusatz. Hier haben wir das dritte Nahrungsergänzungsmittel, das mag ich nicht. Ja, das soll der Gelassenheit zuträglich sein, was für mich ein Witz ist. Der erste Inhaltsstoff ist Dextrose. Das ist ein Zucker. Natürlich geht es mir kurzfristig besser, wenn ich Zucker zu mir nehme. Aber dass man ein Nahrungsergänzungsmittel herstellt, wo Zucker an erster Stelle ist, ist halt auch ein Witz. Ich finde die ganz lecker, ich trinke die dann halt auch, aber ich finde es nicht gut, dass die drin sind. Und wir hatten auch mal in irgendeiner Pinkbox die mit Brennnesselgeschmack oder mit, mit Brennnesselgeschmack, und die waren furchtbar und die sind noch erträglich. Aber auch hier, wenn man wenig Zucker zu sich nehmen möchte, und wir nehmen halt einfach bei uns in den Breitengraden zu viel Zucker zu uns, dann ist sowas halt nicht zuträglich. Also das finde ich, vor allem wenn man dann wenig Ahnung hat, dann denkt man, oh ja, ich nehme hier jetzt Nahrungsergänzungsmittel und hier ein gesundes Getränk, und da hat man Dextrose als ersten Inhaltsstoff. Also Leute, das muss doch wirklich nicht sein. Türchen Nummer 18. Von Cetaphil die Feuchtigkeitslotion. Sofort beruhigende Feuchtigkeitslotion. Da steht jetzt nicht drauf, ob es fürs Gesicht ist oder für den Körper. Ich gehe mal davon aus, das ist für den Körper. Wenn jemand was weiß, lass es mich gerne wissen. 60 Milliliter. Ja, ist halt eine kleine Größe. Türchen Nummer 19. Türchen Nummer 19 ist von der Marke Borotalco. Das Invisible Barrier Effect Anti-Flecken Deo. 0% Alkohol hat das Aluminiumsalze. 48 Stunden Wirksamkeit. Das hat Aluminiumsalze. Ich persönlich benutze Produkte mit Aluminiumsalze, weil ich halt einfach finde, dass sie viel, viel besser wirken. Ein Deodorant legt sich auf die Achsel und riecht halt eine Weile. Aber ich finde, wenn man nur ein Deodorant hat mit einem Geruch und das sich dann mit dem Schweiß vermischt, finde ich ganz furchtbar. Deshalb benutze ich zu Hause und auch im Allgemeinen Produkte mit Aluminium. Aber das ist jedem selbst überlassen. Ich habe von der Marke schon gehört, aber noch nichts getestet. 20. Von Mitsuba Street Food Snack Mix Thai Green Curry Style. Sowas esse ich ja gar nicht. Ich bin eher der Süßesser. Und als Snack bevorzuge ich süße Sachen, aber das kriegt dann mein Freund. Aber finde ich ganz cool, dass wir auch hier was Foodmäßiges dabei haben, auch wenn es jetzt meinen persönlichen Geschmack nicht trifft. Türchen Nummer 21. Ist von der Marke 4711 Aqua Colonia Pomelo und Sea Salt, das Eau de Cologne. Wir hatten im Pinkbox Adventskalender das Blue Lagoon Aqua de Cologne. Und hier haben wir eben das Pink Pomelo. Ich bin ein bisschen genervt von der Marke, weil ich jetzt gefühlt alle Düfte schon habe durch die Pinkbox und die Barbara Box. Und finde es sehr schade, dass man da nicht andersweitig einen anderen Duft hätte reinmachen können. Ich würde mich auch hier sehr dafür interessieren, wie du die Marke 4711 findest. Ich mag die ja von den Düften her nicht ganz so sehr. Ich möchte aber den Duft testen. Der riecht gut. Der riecht schon sehr nach Zitrus. Also Sea Salt rieche ich jetzt nicht raus, aber der riecht schon gut. Aber die 4711 Düfte haben alle so eine Duftnote, die ich nicht mag. Aber der riecht gut. Wäre, glaube ich, was für den Sommer. Ich weiß noch nicht, was ich mit den 4711 Düften mache. Aber ich bin so ein bisschen genervt, dass die überall mit drin sind. Was nichts persönlich gegen die Marke ist, aber ich, und ich verstehe auch, dass Pinkbox oder Beauty Love mit denen Verträge hat und vielleicht günstig an diese Produkte kommt, aber ich bin übersättigt. Nummer 22 von der Marke New Key, die Handcreme Pure Repair Ceramide und Squalane. New Key ist doch die Marke von Manuel Neuer oder so. Ich habe da letztens was drüber gelesen, dass Manuel Neuer auch eine Beauty-Brand hat oder eine Pflege-Brand. Und ich meine, das ist New Key. Das ist hier diese Handcreme
in 50 Milliliter. Finde ich gut, dass eine Handcreme drin ist. Ich muss sagen, Nuki ist auch eine Marke, die wir vermehrt in Boxen finden. Von denen bin ich aber noch nicht so übersättigt wie von I Want You Naked. 23. Ein schwieriges Produkt von Balea, der pflegende Concealer. Ich persönlich habe den eigentlich auf meiner Wunschliste, weil ich den doch mal testen wollte. Ich mag dieser Wunderprimer, so optischer Verschöner, also dieses Primer-Gel, finde ich sehr, sehr gut, kaufe ich seit Jahren nach. Und diesen Concealer wollte ich mal testen, weil der ja eine Zeit lang auch in aller Munde war. Finde es aber sehr, sehr schwierig, dass ein solch farbgebundenes Produkt in einem Adventskalender drin ist. Das sage ich dir ganz ehrlich. Nicht jedem wird das passen. Und das ist schwierig. Finde ich nicht gut, dass der drin ist. Also ich freue mich für mich, dass der drin ist, aber dass der drin ist im Allgemeinen, schwierig. Natürlich kann man sagen, Blush, Highlighter und so weiter. Ist auch farbgebunden, das mag wohl stimmen. Aber man muss halt auch sagen, dass Blushes, Highlighter mehreren Hauttönen einfach steht. Und beim Concealer, wenn mir der jetzt nicht passt, ich meine, ich kenne die Farbe nicht, wenn mir der jetzt nicht passt, ärgere ich mich. Aber gut, ich hoffe, dass er passt. Nummer 24, ein schweres Türchen. Ich weiß nicht, was drin ist. Ich kann mich nicht erinnern, was drin ist. Das ist ein schweres Türchen. Ich hoffe, dass da jetzt ein Produkt drin ist, dass es alles nochmal rauskommt. Okay, da haben wir von Dr. Barbour die Refine Triple Pro Retinol Renewal Creme in 50 Milliliter, eine Full Size. Finde ich gut, dass sie drin ist, weil die hat ihren Wert. Natürlich hat sie ihren Wert und natürlich hat der Adventskalender einen Wert, weil die Creme drin ist. Was halten wir von Barbour? Barbour, Symbiosis, das sind alles Marken, die ich mir nie kaufen würde. Und die natürlich den Wert ins Unermessliche steigern. Aber ich freue mich, die zu testen. Muss aber sagen, ich bin jetzt Fan von der Marke, weil alles, was so extrem teuer und extrem gehypt ist, ist erstmal für mich so meh. Ja, kommen wir zur Übersicht über alle Produkte, bleib aber dran für das Fazit. Kommen wir zum Fazit. Also ich muss sagen, ich merke doch, dass der Adventskalender nochmal eine Spur abgebaut hat zu dem von letzten Jahr. Es gab ein paar Produkte, über die ich mich freue. Das ist zum einen die Barbour Creme. Da bin ich ehrlich, freue ich mich halt schon drauf, weil das ein großes Produkt ist, ein Full-Size-Produkt und ich einfach wissen möchte, was kann die Creme und was macht sie so teuer. Dann ist es so, dass der Private Duft von Michalski sehr, sehr gut riecht für mich auf den ersten Schnupperer. Da freue ich mich drüber. Und diese Taco Shells und die Soße, da freue ich mich auch wenn es völlig random ist. Aber was für mich halt gar nicht geht, sind diese Erdnuss-Sachets und dieses Jornifique Serum in dieser Größe. Also da muss ich halt sagen, da merke ich, dass das Preisniveau abgebaut hat. Lass mir gerne deine Meinung zum Kalender da. Ansonsten wünsche ich dir einen schönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss, deine Janine.